Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Ausgabe von Eileen at Work. Mein Motto ist ganz klar, Berufe sind meine Berufung und nach diesem Motto möchte ich natürlich euch heute einen weiteren Ausbildungsberuf vorstellen und zwar des Flachglasmechanikers. Was der genau zu tun hat, das weiß ich noch nicht genau, ich schaue jetzt mal nach. Laut Bundesagentur für Arbeit wurde der Ausbildungsberuf Flachglasmechaniker erst im Jahre 1957 anerkannt. Die Sachen sind jetzt auch gepackt und ich mache mich jetzt auf den Weg. Ich bin bei meinem heutigen Arbeitsplatz angekommen und zwar bei Frerichsglas in Verden an der Aller. Seit 1876 besteht das Unternehmen und wurde damals von den Brüdern Frerichs gegründet. Damals war es ein Groß- und Einzelhandel für Tapeten, Farben und Flachglas und hier arbeiten momentan so um die 150 Leute und die werde ich jetzt mal richtig aufmischen. Hallo Gunther, schön dich kennenzulernen. Ich freue mich heute hier zu sein. Aber ganz ehrlich, das fragen sich bestimmt auch ganz viele Leute zu Hause, was macht überhaupt der Flachglasmechaniker? Ja, hallo Eileen. Ich finde das auch ganz toll, dass ihr heute da seid. Der Flachglasmechaniker, der bearbeitet unsere ganzen Gläser. Wir produzieren ja jeden Tag über 1000 Stück, allein in diesem Bereich hier. Und er ist dafür da, die Kannen zu bearbeiten, die Löcher zu bohren, Ausschnitte zu fräsen, dass man es nachher einbauen kann, für Duschen zum Beispiel. Es hört sich ja schon mal sehr interessant an. Welche Zugangsvoraussetzungen gibt es denn auch für diesen Ausbildungsberuf? Ja, die haben wir natürlich. Also mathematisches Verständnis ist wirklich von Vorteil, da achten wir wirklich drauf. Wir machen auch so einen kleinen Test am Anfang, aber da muss keine Angst haben. Hauptschulabschluss, Realschulabschluss, das sind so die Sachen, wo wir denken, ja, das könnte auf jeden Fall was werden. Also irgendwie ein Schulabschluss muss da sein. Und legt ihr auch Wert auf das Arbeits- und Sozialverhalten? Ja, da legen wir sehr großen Wert drauf. Wir arbeiten hier im Team, keine Arbeit hier für sich alleine. Es gibt immer eine Stufe davor und eine dahinter. Und wir brauchen also nette Leute, die miteinander prima umgehen können. Zuverlässigkeit ist bei uns ganz wichtig. Und ein bisschen Fleiß und Spaß eigentlich auch an der Arbeit und an der Materie mit dem Glas eben. Ich hoffe, ich werde heute auch ganz viel Spaß haben zusammen mit dem Azubi. Was bietet ihr überhaupt den Auszubildenden während der Ausbildung? Ja, wir bieten ein tolles Arbeitsumfeld. Ihr seht ja hier die Halle, es ist schön hell. Und wir bieten nette Leute. Wir bieten natürlich auch Geld. Urlaub gibt's auch. Ja, also ich denke mal ein ganz tolles Arbeitsumfeld. Wir sind eines der größeren Unternehmen hier in Verden. Wir sind international aufgestellt. Also es gibt eine Perspektive, die ist wirklich interessant für junge Leute. Mit wem werde ich gleich zusammenarbeiten? Ja, such dir jemand aus hier. Ja, das ist ja schön. Dann starte ich auch gleich und dann sehen wir uns heute Abend wieder. Okay, wunderbar. Bis dann. Hi Marcel, ich bin Eileen. Ich bin heute deine Kollegin und möchte dir so ein bisschen über die Schulter schauen. Ja, was machen wir heute überhaupt? Wir werden heute einen Teelichtteiler bauen. Wir machen alle Praktikanten, die dann hier sind, und die, damit sie die Fertigungsprozesse vom Glas kennenlernen, von dann Zuschnitt, Polieren und so weiter, was wir da eingeplant haben. Na gut, wenn das Praktikanten schaffen, dann kann ich das auch schaffen, oder? Ja, das glaube ich schon. Du bist jetzt ja ausgelernt seit Juli und du bist der erste Auszubildende gewesen seit 10 Jahren damals und seit 3 Jahren ist schon wieder gar kein Azubi hier. Warum ist diese Nachfrage so gering? Warum ist hier keiner da, der den Ausbildungsberuf kennenlernen möchte? Ich glaube, weil der Beruf ziemlich unbekannt ist und da es allein in Norddeutschland nur 2, 3 Betriebe gibt, die Leute überhaupt ausbilden. Und pro Klasse sind die immer nur 30 Leute da. Also denkst du nicht, dass es an diesem Ausbildungsberuf liegt, sondern eher an der Werbung, die die Firmen nicht betreiben? Ja, das glaube ich schon, dass zu wenig da um den Beruf geworben wird. Wie sieht auch allgemein dein Arbeitsalltag aus? Kannst du es mal beschreiben? Also während meiner Ausbildung bin ich dann in verschiedenen Stationen gewesen, mal im Zuschnitt, beim Polieren, also so, dass ich alle Veredelungsarten kennengelernt habe. Und dann bin ich da immer für 1, 2 Monate an der Station dann gewesen.
Macht es dir denn auch Spaß, weil du strahlst auch so, wenn du davon redest? Ja, Spaß macht es auf jeden Fall, weil das ist ein sehr interessanter Werkstoffglas. Man sieht ja, es wird ja immer mehr daraus gemacht, die ganzen Fassaden oder die Vitrinen, wo man überall sieht, immer komplizierter, und das ist richtig interessant. Welche Herausforderungen gibt es auch in deinem Beruf? Was ist da so ganz schön knifflig? Ja, man muss sich viel räumlich vorstellen, wenn man jetzt eine Vitrine baut, wo fängt man an, welche Schritt macht man als erstes, oder beim Sandstrahlen, dass man viel Fingerspitzengefühl hat, dass man die schönen Motive dann zuschneidet. Also viel Handwerkliches ist auch noch denn dabei. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie viel Handwerk gehört überhaupt noch für diesen Ausbildungsberuf dazu, oder ist es mehr auf den Maschinen jetzt auch verteilt? Also zu den ersten Stationen ist mehr mit den Maschinen, aber je kostspieliger das wird, desto mehr kommen dann die handwerkliche, die Fingerspitzengefühl und so weiter dann noch dazu. Wir wollen jetzt natürlich auch mit Glas arbeiten. Welchen Arbeitsschritt werden wir zuerst machen? Wir werden jetzt gleich eine 4 mm Scheibe zuschneiden, damit man mal sieht, wie das Glas bricht und was man beim Zuschnitt so beachten muss. Ja, Marcel, dann fangen wir sofort an. Unseres Windlichts schon zugeschnitten. Was passiert jetzt da weiter mit? Weil die Kanten sind jetzt ja noch ziemlich scharf. Wir werden die Kanten jetzt entgraden, also dass man sie nicht mehr dran schneiden kann. Und zusätzlich kommt da noch eine Politur ran, dass die Kante schön aussieht. Ich schiebe das jetzt einmal rein und dann würde ich dich bitten, dass du einmal den Startknopf drückst. Ah ja, wo ist er? Super. Natürlich ist es ja auch ein duales System. Die Schule nimmt natürlich einen ganz, ganz großen Teil ein. Wie sah das da bei dir damals aus? Also die Schule war in Würzburg gewesen, in der Nähe von Würzburg im Wertheim. Die ging über 4 Wochen, dreimal dann im Lehrjahr. Und wir hatten dann immer die Ferienwohnung gehabt. Die Schule ist kein reines Internat. Und die Firma hatten wir dann auch die Wohnung bezahlt oder Spesen. Oh ja, also nicht schlecht. Wie war die Schule allgemein so? Wie waren so die Fächer aufgebaut? Also sind sehr auf die Technik fixiert. Mathe viel räumliches Vorstellungsvermögen zeichnen. Chemie, Physik ist auch dabei gewesen, also mehr so die technischen Fächer. Lass mich raten, wie viele Frauen waren dabei? Wahrscheinlich wenige. Ja, keine. Keine einzige. Okay, also ich versuche heute mal wieder den Mädels diesen Ausbildungsberuf ein bisschen näher zu bringen. Wir sehen jetzt hier das fertige Glas, die Ecken oder die Kanten sind jetzt schön glatt geschliffen. Wie geht jetzt weiter? Wir werden jetzt das Unterteil facettieren, das haben wir auch schon zugeschnitten. Und danach kommen dann in den Untersetzer noch Bohrungen rein, damit das Teelicht nicht verrutscht. Super, Marcel, lass weiterarbeiten. Die Wände für unser Teelicht haben wir jetzt natürlich schon gefertigt. Jetzt fehlt noch der Boden. Du hast den Plan dabei. Wir schauen einmal rein. Was müsste jetzt noch weiter passieren? Wir müssen jetzt noch Bohrungen in das Glas oder in die Bodenplatte reinmachen. Und zusätzlich zu der Bohrung machen wir noch eine Senkung, damit das Teelicht nicht verrutscht. Wir haben uns vorhin schon so ein bisschen über die Schule unterhalten. Du hast ja wirklich mit 91% deine Abschlussprüfung bestanden. Erstmal herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Wie schafft man das? Braucht man Talent oder ist das nur einfach Lernen? Ja, viel Lernen, und ich kann ganz gut mit den Zahlen umgehen oder mit den technischen Fächern, so Physik, Chemie, das lag mir einfach. Das ging dann so locker flockig. Also man muss schon Talent haben? Ja. Und was wurde genau abgefragt? Also die Glasherstellung, was man dazu braucht, welche Materialien, wo die gewonnen werden, was man denn, wenn man das Glas fertig geschmolzen hat, was man daraus machen kann, Glasfasern oder wie hier jetzt in Scheibenform, denn das Zeichnen, wie hier jetzt dieser Plan, dass wir das können, und dann noch ein bisschen Deutsch und Wirtschaftskunde dann noch ein bisschen. Was hat dich damals auch fasziniert, diesen Ausbildungsberuf anzufangen?
Also ich habe mich einfach mal spontan so, habe ich es in der Zeitung gesehen, habe mich dann hier beworben und habe mir das dann mal angeguckt. 2-3 Tage so als Probearbeit oder Praktikum. Und da hat es mir echt ganz, also richtig viel Spaß gemacht, war ganz interessant. Und das Miteinander hier in der Firma auch von den Mitarbeitern, das hat mir echt gut gefallen. Man wurde gleich richtig angenommen, respektiert. Das ist toll. Ich hoffe, wir werden heute auch noch ein bisschen Spaß zusammen haben und das Windlicht jetzt fertigen. Ich versuche mein Glück. Der Boden unseres Windlichts ist jetzt schon fast fertig, ist noch ein bisschen nass vom Bohren. Also wir haben jetzt einmal hier die Löcher gebohrt für die Teelichter und du hast eben noch einmal die Facette geschliffen. Da konnte ich dir leider nicht helfen. Was fertigt ihr denn allgemein? Wir fertigen Duschen, Isoliergläser, Ganzglasanlagen, wie zum Beispiel, wenn man den Büros sieht, den großen Büros, wo dann das, die Tür aus Glas ist und die, das Oberlicht und allgemein die ganzen Sachen. Also sehr viele verschiedene. Wow, also sehr vielfältig. Ich nehme jetzt den Boden mit, wir müssen noch einiges vorbereiten. Wie ihr gerade gesehen habt, unser Windlicht ist natürlich noch lange nicht fertig. Und wenn ihr sehen wollt, was genau ein Flachglasmechaniker noch alles zu erledigen hat, dann bleibt dran, wir machen eine Kurzwerbepause. Bis gleich. Sind wir wieder zu Eileen at Work. Ich freue mich, dass ihr dran geblieben seid. Heute bin ich unterwegs als Flachglasmechanikerin und zwar bei Frerichsglas in Verden an der Aller. Und wer jetzt erst eingeschaltet hat, Flachglasmechaniker, die beschäftigen sich, wie das Wort eigentlich schon sagt, mit flachem Glas und zwar für Türen oder auch Fenster oder sind auch zuständig für die Veredelung. Und vor der Werbung habe ich schon angefangen, mit meinem Kollegen Marcel ein Windlicht zu fertigen und das ist natürlich noch lange nicht fertig. Kommt mit! Wir wollen jetzt die Rückwand des Teelichts weiter bearbeiten, aber nochmal allgemein auf deinen Beruf zu sprechen zu kommen. Wie sind überhaupt die Arbeitszeiten? Also bei mir in der Ausbildung habe ich eine 42-Stunden-Woche gehabt, komplett in der Tagschicht. Und im allgemeinen Betrieb oder nach der Ausbildung ist es ein Dreischichtbetrieb, der innerhalb 24 Stunden durchläuft. Was war denn das spektakulärste Projekt in letzter Zeit? Was habt ihr da gefertigt? Wir haben erst vor kurzem ein großes Museum komplett mit Vitrinen ausgestattet, das dann über mehrere Etagen waren und ja, da haben wir dann mitgewirkt. Hast du da auch mitgearbeitet? Ja, ich habe die Scheiben dafür, Teile der Scheiben programmiert mit Bohrungen und so weiter, dass sie dann gefertigt werden können. Unsere Bohrungen sind ja schon abgeschlossen. Was passiert jetzt weiter hier mit der Rückwand? Die werden wir jetzt sandstrahlen. Beim Sandstrahlen passiert denn, da nutzen wir den Belag hier ab. Und später wird dann nur dieses Logo, wie es hier raufgeklebt ist, stehen bleiben. Wir haben jetzt hier schon Materialien liegen. Wie genau funktioniert das jetzt? Also als erstes werden wir die Folie, die ist resistent gegen die Strahlen oder nutzt sich denn nicht ab, werden wir hier raufkleben. Mhm. Und nachher dann noch den Bereich, der gestrahlt werden soll, also hier das Rechteck, werden wir dann rausschneiden und da dann die Folie wieder entfernen. Okay, ich versuche mal mein Glück. We'll be right back.
Mensch, Marcel, das sieht ja richtig klasse aus. Das stimmt, das sieht richtig gut aus. Jetzt müssen wir es nur noch verkleben. Sag mal, Marcel, welche Fähigkeiten hast du eigentlich schon während deiner Ausbildung hier erlernt? Teamarbeit, dass man die Materialien wertschätzt, dass man sie nicht alle in die Tonne schmeißt, sondern dass man die Reste dann verwertet, wenn man da irgendwelche großen Stücke hat, dass man sie dann zur Seite stellt und dass man Verantwortung übernimmt für gewisse Stationen, für gewisse Maschinen, dass man sie pflegt, wartet und immer gut auf einen Schuss hält. Ich bin richtig begeistert von unserem kleinen Teil des Windlichts. Jetzt gehen wir weiter. Ja, Marcel, die Einzelteile sind jetzt ja fertig für unser Windlicht. Wie geht's jetzt gleich weiter? Jetzt säubern wir nochmal die ganzen Scheiben, weil sie nachher dann auf den Sockel geklebt werden. Denn auf den Sockel kleben wir sie dann mit den Magneten hier. Wenn wir sie positioniert haben, lassen wir den Kleber reinlaufen und härten ihn dann später mit der UV-Lampe aus. Jetzt nochmal, um auf die Ausbildung zu sprechen zu kommen. Welchen Herausforderungen muss man sich auch gerade am Anfang der Ausbildungszeit stellen? Das ist ein krasser Unterschied von der Schule zur Ausbildung hin. Also die ganzen Arbeitszeiten, dass man körperlich arbeitet. Deshalb, man arbeitet länger. Man hat nicht von 8 bis 14 Uhr Schule, sondern bis Viertel nach 4. Und ja. Ist es für dich heute immer noch körperlich anstrengend zu arbeiten? Es kommt darauf an, wie man sich denn belastet, wie man denn hebt. Wir arbeiten ja auch mit Kranen, wenn wir schwere Scheiben haben. Denn man braucht sie nicht kaputt machen. Gott sei Dank. Wir haben uns heute auf jeden Fall körperlich nicht so kaputt gemacht. Wir werden jetzt anfangen, unser Windlicht weiter zu fertigen. Unser Teelicht ist jetzt komplett fertig. Ich bin so ein bisschen stolz. Wie sieht es bei dir aus? Ja, auf jeden Fall. Das ist schön geworden. Also es hat nicht jeder Praktikant so gut geschafft. Wie charmant von dir. Jetzt mal Spaß beiseite. Fertigst du den ganzen Tag Teelichter? Ich glaube nicht, oder? Nee, die meiste Zeit bin ich dann in der Ausbildung zwischen den Stationen hin und her gewechselt. Und so ab dem dritten Lehrjahr war ich so eine Art Urlaubsvertretung. Habe dann hier zum Beispiel jetzt wie hier jetzt eine UV-Verklebung für Teen gemacht oder Laden für den Ladenbau, diese Verkaufstresen oder so weiter. Oder war ich mal dann beim CCO da drüben beim Sandstrahlen und habe da dann verschiedene Türen gestrahlt. Ja. Wenn man ausgelernt hat, welche Möglichkeiten gibt es dann noch in verschiedenen Branchen zu arbeiten? Also man kann zum Beispiel auch in die Tischlereien gehen, wenn man so das Glas einbauen kann oder kleinere Glasveredler oder Glashandwerker, die normalen Glasereien, wo dann die Privatkunden das herholen können. Oder wenn man sich jetzt speziell die CNC-Maschinen bedienen kann, dass man dann zum Metallbau geht oder Holzfräsen oder so weiter. Also man kann sich dann, wenn man sich auf spezielle Maschinen fixiert hat, dann auch in die weiteren Branchen rüber wechseln. Du hast gerade die CNC-Maschine angesprochen. Was genau ist das? CNC-Maschine kann man verschiedene Formen fräsen. Ein Regentropfen kann man dann zum Beispiel Formen polieren. Da kann man eine Facette dann noch anmachen, die dann diese Form hat. Also man kann da viele x-beliebige Formen fräsen und polieren.
Wie sieht allgemein der Arbeitsmarkt aus? Werden denn auf jeden Fall Flachglasmechaniker gesucht? Das glaube ich schon, dass die Firmen händeringend nach den Flachglasmechanikern suchen, weil das sind halt Fachkräfte und die wissen halt, wie sie mit den Maschinen umgehen können, wie sie mit dem Material und haben schon das gewisse Know-how. Und es ist auf jeden Fall ein richtig cooler Job. Ich bedanke mich für diesen tollen Tag hier heute bei dir. Mach's gut, viel Erfolg weiterhin. Jo. Tschüss. Mensch, da bin ich wieder. So schnell kann's gehen. Ich habe mein Windlicht jetzt auch gefertigt und ich bin auch so ein bisschen stolz darauf. Wie findest du's? Super geworden, ganz toll. Das freut mich. Du hattest gerade schon im Anfangsgespräch gesagt, dass ihr Bewerbungstests durchführt. Wie genau laufen die ab? Ja, also wir fangen mit einem ganz lockeren Gespräch an. Es geht einfach nur darum, sich kennenzulernen. Einfach mal gucken, passen diese jungen Leute ins Unternehmen rein? Wie ist die Motivation? Haben die vielleicht Spaß daran? Und am Ende des Gesprächs machen wir dann eben so einen kleinen Test. Das geht so um ein kleiner Deutschtest. Bisschen schreiben und lesen sollte man können und eben ein paar Mathematikaufgaben. Wenn ich die Ausbildung jetzt erfolgreich abgeschlossen habe, wie sehen dann die Chancen aus, aufzusteigen hier im Unternehmen? Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Erstmal kann man natürlich intern aufsteigen, mehr Verantwortung dann übernehmen mit der Zeit. Aber es gibt auch klassische Weiterbildungsmaßnahmen, wie Schulung bei der IHK oder Angestelltenkammer, wo man dann eben auch weiterlernen kann. Das hört sich gut an. Ja, gibt es denn überhaupt noch die Möglichkeit, sich für 2013 jetzt bei euch zu bewerben? Ja, das wäre sehr schön, wenn wir noch Bewerbungen bekommen könnten. Einfach eine E-Mail schicken an meine Adresse und ich antworte auf jeden Fall. Das hört sich toll an. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch und für den tollen Tag. Mach's gut. Danke, dir auch. Nach der ganzen Arbeit ist natürlich auch was Tolles entstanden, so wie ich finde, nämlich dieses schicke Windlicht. Marcel und ich, wir haben wirklich super zusammengearbeitet, hatten auch Spaß miteinander. Und das Tolle ist, man kann im ersten Ausbildungsjahr so ca. 550 Euro verdienen und dann im dritten schon 690. Was ich auch erfahren habe, ist, dass dieses Unternehmen wirklich händeringend nach Azubis sucht. Also, wenn ihr Lust habt, meldet euch, die würden sich freuen. Wenn ihr jetzt genauere Informationen haben wollt zu meiner Sendung, dann schaut doch einfach mal auf meiner ID@Work Facebook-Seite vorbei. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn ihr mögt. Bis dahin.